Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dave the Diver. Und wir... Nee, halt, nicht da. Wir gehen nochmal zum Seevolk und schauen nochmal, ob wir das weiße Seepferdchen irgendwo finden. Das muss doch irgendwo auffindbar sein. So, schauen wir mal nochmal einmal durch. Ich würde nochmal in alle Gebäude auch reinschauen. Oh, hier ist jetzt auch ein Ausrufezeichen. Scheinbar gibt es was Neues. Okay. Hätte ich jetzt noch gar nicht erwartet. Das ist ja immer noch derselbe Tag. Oh nein. Was ist denn los, Mima? Ich muss Gäste bedienen, aber mir fehlt eine Zutat. Sag mal, könntest du dich für mich in die Tiefen wagen? Okay, was brauchst du denn? Ach, du hilfst mir? Nun, ich brauche Kelchkorallen, die so aussehen. Du findest die wahrscheinlich in der Nähe der Walknochen. Bitte hilf mir. Walknochen? Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Mhm. Gut, schauen wir mal, ob wir die finden. Wir haben keine, ne? Nee, wir haben keine. Okay. Okay, und dann? Ja, da hinten ist auch noch ein Ausrufezeichen. Dann gehen wir doch da auch noch gleich hin. Eigentlich wollte ich... Ich hätte nicht gedacht, dass es neue Quests am gleichen Tag gibt, aber scheinbar gibt es die. Sehr schön. Hier ist aber... Nein, hier ist immer noch nichts. Okay. Na gut. Ich bin gespannt, ob die dann alle uns anders gegenüber sind, sobald wir das Vertrauen aufgebaut haben. Ich gucke jetzt hier auch nochmal rein, ob hier das Seepferdchen rumschwimmt. Aber... Nö. Okay. Kein Seepferdchen. Ist halt auch das erste auf der Liste. Wäre es das letzte gewesen, hätte ich gedacht, vielleicht haben sie sich da irgendwas Besonderes einfallen lassen, dass das irgendwo versteckt ist. Aber beim ersten. So, was gibt's denn hier noch? Nicht schon wieder, verdammt. Warum bist du so wütend? Junak, dieser Haufen Ballkacke muss mich ausgetrickst haben. Meine Beluga-Pfeife, ich habe meine wertvolle Pfeife an ihn verloren. Beluga-Pfeife? Ja, die Pfeife, die den Beluga über im Dorf herbeiruft. Ich wusste, dass ich die Pfeife im Spiel nicht verwetten sollte. Ah, dieser herzlose Schwindler hat mich ausgetrickst. Ja, Mensch, kannst du sie für mich zurückholen? Ich? Ja, ich habe nichts mehr, das ich im Kartenspiel setzen kann. Ich bin pleite. Ich bin nicht gut im Kartenspielen. Ich spiele ein paar Runden zum Spaß. Kartenspiel? Oh nein. Beluga-Pfeife? Ah, ja, die dir die bissige Dame gegeben hat. Sie hat 5-mal hintereinander verloren und hat dann alles auf einmal gesetzt. Im letzten Spiel hat sie die Pfeife gesetzt. Die sah so aus, als ob sie sie brauchte. Kannst du sie ihr zurückgeben? Nicht umsonst. Spiel hart mit mir und gewinn, dann gebe ich sie der Frau. Ach, was für ein nerviger Typ. Okay, wenn du das sagst, wenn ich gewinne, gibst du die Pfeife zurück. Sicher, sicher. Lass uns spielen, du musst Geld setzen. Ah. Verdammt. Dreh die Karten um. Oh, Memory. Okay, Memory finde ich aber cool. Okay. Wer fängt an? Hätte ich das mit der Maus machen? Ach, er fängt an. Seestern. Aal. Seestern, Aal. Okay. Seestern, Aal. Anglerfisch. Ah, Seefisch. Oh, das holt er sich jetzt natürlich, ne? Ja. Yeah. Nicht? Da. Na, ja, das hat er. Scheiße. Okay. Das war auch einfach. Ach, den Stern. Verdammt. Oh, ja. Das war natürlich, Mensch, reines Können. Wie darf man nicht nochmal, wenn man... Okay. Nicht hier. Ach Gott, ist der doof. Was für ein Idiot. Ja, normalerweise darf man doch nochmal, wenn man... No. Na gut, hier nicht. Aha. Oh, was für ein Glück. Da. Krebs. Hat man den schon? Ich weiß es nicht. Muschel. Krebsmuschel. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Krebs. Okay, hier. Ja, na gut, das war einfach. Und dann gucke ich mal hier. Nee, Rochen hatten wir noch nicht. Oh, die Qualle. Oh. Seepferd, ja. So. Ach so, ja, ich darf ja nicht nochmal. Ja, die hat es jetzt schon ein paar Mal und das ist es nicht. Idiot. Ah, ich darf hier nicht nochmal. Manu.
Ich will mal gleich alles aufdecken, aber ich darf ja nicht. War das der schlecht? Nö. So, darf ich die bitte auch noch? Nee. Na gut. So, gewonnen. Okay, das ist... Ich mag Memory wirklich gerne. Tatsächlich sehr gern. So, ich glaube es nicht. Ich wurde von einem Menschen geschlagen. Mein Stolz ist verletzt. Naja, versprochen ist versprochen. Nimm das. Das ist die Beluga-Pfeife. Gib das der bissigen Dame da drüben. Kann ich's behalten? Ah, ich bin beeindruckt, Mensch. Das ist dir die Beluga-Pfeife gut gemacht. Aber... Was? Du brauchst bei... Was? Du brauchst bei, um den Beluga zu rufen und zu reiten? Als ich mit dem Typen gespielt habe, bin ich bankrott gegangen. Hey, du kannst die Pfeife haben. Was? Aber ich weiß nicht, wie ich sie benutzen soll. Na, das ist ganz einfach. Du musst ja irgendwo im Dorf in diese Pfeife blasen, um den Beluga zu rufen. Du musst allerdings etwas bei sein, um den Beluga zu reiten. Nun, ich bin sicher, dass ein begeisterter Spieler wie du im Spielsalon leicht Geld verdienen kann, ohne Zweifel. Ich sollte den Beluga rufen, wenn ich eine große Strecke zurücklegen muss. Okay, aber wo kann der denn hin? Ich weiß ja gar nicht, ob ich den brauche. Na, mal sehen. Wir haben aber immer noch nicht das Seepferdchen. Das wollte ich doch eigentlich holen. Ich wollte doch eigentlich ein Seepferd. Von dem ich immer noch nicht weiß, wo es rumschwirrt. Also hier haben wir echt schon alles durchgeguckt, ne? Hier war es einfach nicht zu finden. Ich würde vielleicht doch nochmal beim Palast gucken. Es taucht halt hier einfach nicht auf. Okay, wisst ihr was? Wir gucken mal hinten beim Palast, würde ich sagen. Das blöde Seepferd. So, irgendwo Seepferd to go? Nee. Habe ich hier drin schon geschaut? Aha. Das haben wir vergessen. Hier haben wir nicht nachgeschaut. Na toll. Ach herrje, die Beben werden immer stärker. Mensch, beeil dich und hilf den Dorfbewohnern, um ihr Vertrauen zu verdienen. Okay. Ich gehe ja schon wieder. Okay, wir haben das Seepferdchen. Sehr gut, wir können es abgeben. Da komme ich gar nicht runter. Moment. Ich hätte einmal links das Ding nehmen können, ne? Ich bin... Warte mal. 4! Boah, nee. Dankeschön, nee. Dann nehme ich lieber das kostenlose Tor hier. Ich weiß ja nicht, ob wir das sonst noch für irgendwas brauchen. Ah, guck mal, wenn ich das so von irgendwo rufe, geht auch. Okay. Ist aber teurer. Aber wo fährt es mich denn hin? Das wüsste ich halt gerne. Sieh an, sieh an. Du hast alle Seepferdchen zurückgebracht. War gar nicht so einfach, sie zu finden. Ja, jetzt können wir unsere Seepferdchenrennen wieder aufnehmen. Kann ich da mitmachen? Wahrscheinlich nicht. Als Dank für deine Hilfe werde ich dir ein Seepferdchen vermachen. Wow, wo kann ich eins finden? Sprich mit Yami, den du vor der Rennstrecke finden kannst. Ich hoffe, wir sehen uns im Spielsalon, Mensch. Wir kriegen ein See... Kann ich auf dem reiten? Für meine Güte, du bist der Mensch. Ich bin Yami, ich betreibe diese Seepferdchenrennstrecke. Wie ich gehört habe, konntest du alle entlaufenen Seepferdchen zurückbringen. Ah, vielen Dank dafür. Ich habe es schon von Lindchen gehört. Wir schenken dir ein schönes und starkes Seepferdchen als Dank für all deine Mühen. Yayakas Seepferdchen. Okay. Was mache ich damit? Wow, ich habe solche Seepferdchen schon woanders gesehen. Können sie auch hier rennen? Aber klar, bring sie zu mir und ich werde sie für die Rennen registrieren. Wo du schon hier bist, warum registrierst du nicht gleich dein neues? Wähle das Registrieren-Menü. Okay. Haha, hier kannst du die Seepferdchen, die du gefangen hast, für die Rennen registrieren. Warum versuchst du es nicht jetzt gleich? Okay. Gut. Wähle nun das Menü Rennen, um dich fürs Rennen startklar zu machen. Ja. Hier kannst du die Strecke auswählen und ein Rennen beginnt. Da du neu bist, schlage ich vor, du sollst am besten Strecke C nehmen. Okay.
Hier siehst du alle Teilnehmer und kannst einsehen, gegen wen du antrittst. Möchtest du jetzt ein Seepferdchen fürs Rennen aussuchen? Ja? Ja? Oh, die Ausdauer der Seepferdchen ist sehr wichtig. Ich habe immer ein Auge auf den Pfeil auf der rechten Seite. Sobald Seepferdchen im Rennen teilnehmen, müssen sie ihre Ausdauer regenerieren. Du solltest daher immer mehrere Seepferdchen haben, die für ein Rennen bereit sind. Nehmen wir erstmal dieses hier. Okay. Ich glaube, du bist jetzt startklar. Los! Okay. Muss ich was tun? Feuere an! Okay. Wenn deine Anzeige übers Grün hinausgeht, wirst du langsamer, also gib Acht. Es gibt verschiedene Klassen und Typen von Rennen. Hürden- und Kombinationsrennen bieten bessere Preise. Okay, ich drücke einfach die ganze Leertaste. Los! Boah, ich kann gar nicht so da. So, jetzt gut. Ah, scheiße. Ja. Nein. Ja, ich war am Anfang leider zu lahmarschig. Ich habe mit links gedrückt, ich hätte gleich mit rechts machen sollen, da bin ich aber schneller. Springen mit W? Okay. Musste ich jetzt aber nicht, ne? Und S gleiten habe ich gar nicht gemacht. Naja, gut. Ach du meine Güte, meine Erklärungen waren vielleicht nicht so gut. Aber keine Sorge, jeder fängt mal klein an. Oh, naja. Lag am Seepferd. Das war's, wir machen nochmal. Jetzt habe ich es ja verstanden. Ja. So, nochmal. Komm. Jetzt aber. Jetzt. Machen wir so fertig. Ja. Deutlich besser. So, jetzt. Jetzt geht's los. Was macht denn es? Ah, okay. Na gut, ich muss das mal ausprobieren. Leider hat es uns ein bisschen an Fahrt gekostet. Kann ich noch irgendwas machen? Ich weiß nicht. Hier, mach mal schneller. Wir verlieren ja schon wieder. Was denn los? Los! Los, Bertha! Ah, naja, gut. Das war nichts. Die sind einfach schneller, die da. Ne, wir kommen nicht auf den dritten Rang. Ja. Ja, gut. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht, Leute. Was soll man machen? Unser kleines Yayaka-Seepferdchen ist leider nicht schnell genug, würde ich sagen. Oder liegt an uns. Kann auch sein. Warte mal. Möchtest du auf dem Beluga reiten? Ja, aber wohin? Ich mach's mal nicht. Ich weiß halt echt nicht, wo der mich hinreitet. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal hier rausschwimmen. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles gemacht, was wir machen konnten, soweit. Warte. Nee, hier ist immer noch nichts. Okay. Ich schwimme mal kurz raus. Wir haben noch ein kleines... Oder gehen wir jetzt einfach an die Oberfläche? Hm. Wartet mal. Wenn ich so hoch gehe, ist dann trotzdem der Tag vorbei? Das wollte ich jetzt mal rausfinden. Hm, tatsächlich. Okay. Also mit Spiegel hoch ist auch die Zeit vorbei. Jetzt wissen wir es zumindest. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob heute das Event ist. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, ist es tatsächlich. Okay, wir sollten genug haben. Hoffe ich. Was? Seevolk? Kaum zu glauben, dass etwas, das nur aus Legenden bekannt ist, wirklich existiert. Wenn es dort gutes Bier gibt, würde ich es gern mal probieren. Ich glaube nicht, dass es Unterwassergetränke gibt. Hey, die haben Suppe gegessen, also komm. Hallo? VIP ist erschienen. Michael Bang, Meister. Mhm. Scheint der einzige Ort zu sein, an dem man was zu essen bekommt. Das hasse ich an diesen abgelegenen Regionen. Dieser heruntergekommene Ort kann unmöglich Sushi anbieten, das mich inspirieren würde. Ja, ich brauche einfach nur etwas, um meinen Hunger zu stillen. Der ist wirklich unhöflich. Was darf es denn sein? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Filmregisseur Michael Bang. Moment, hast du nicht Roboter-Samurai gedreht? Ja, Glückwunsch, deine Augen funktionieren. Ja, ich bin der großartige Actionfilmregisseur Michael Bang. Kaum zu glauben, dass er von sich selber spricht. Ich drehe in dieser Gegend gerade meinen neuen Film, Der Stein.
Aber die Schlussszene will mir einfach nicht gelingen. Ich dachte, vielleicht würde mir etwas einfallen, wenn ich etwas inspirieren. Das ist aber... Ach, die scheint nicht der richtige Ort zu sein. Ich gehe wieder. Moment. Roboter Samurai, das war ein richtig guter Film. Den habe ich mehrfach gesehen und jedes Mal hat er mich berührt. Ich erinnere mich nur an Explosionen. Wenn mein Essen dir dabei helfen sollte, noch so einen guten Film zu drehen, dann koche ich gerne für dich. Oh, ein Fan? Also ja, vielen Dank. Aber denkst du, schaffst das? Ich habe extrem hohe Standards in Bezug auf Sushi. Den Reis, der in dieser Gegend verwendet wird, finde ich zum Beispiel grauenhaft. Deswegen haben wir auch nur den allerbesten Reis, den wir finden konnten. Gib mir nur 3 Tage und ich werde ein Gericht zubereiten, das deinen Kopf von neuer Inspiration geradezu explodieren lassen wird. Also schön, in 3 Tagen bin ich wieder zurück. Ich hoffe, es wird keine Enttäuschung sein. Gut, dass er jetzt Hunger hat und wir in 3 Tagen essen gehen. Also da wäre ich schon, da wäre ich aber schon weg. Matcha, hast du einen Plan? Kochen ist eine Form von Kunst, daher sympathisiere ich mit dem Leiden eines anderen Künstlers. Ich werde ihm Essen zubereiten, das ihn inspirieren wird. Allerdings, er hatte mit einer Sache recht. Der Reis, den ich verwende, ist der Annam-Reis aus dieser Gegend. Es ist schon frustrierend, dass diese Zutat nicht besonders vielseitig ist, wenn es um die Zubereitung von Sushi geht. Aha, ich habe euer Gespräch angehört. In puncto Reis, ich glaube, ich habe eine Lösung. Hast du eine Idee, Otto? Ja, gib mir nur 1 Tag Zeit, ich melde mich dann morgen früh bei euch. Wenn wir wirklich qualitativ hochwertigen Reis bekommen würden, dann könnten wir Sushi aus 3 Arten von Fisch zubereiten. Titandrückerfisch, Harlequin-Sackenbarsch und Leopardforellenbarsch. Das sind viele Zutaten. Ja, ich mag es gerne aufwendig. Bitte beeil dich. Ich habe keine Ahnung, ob wir die schon haben, aber wir werden sie bestimmt finden. Müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen. So, Mikey Bang Inspiration. Na gut. So, haben wir jetzt Tag X? Ich hoffe. Thunfisch, ja? Ich hoffe halt wirklich, dass jetzt... Aber guck mal hier, das sieht schon sehr nach Event aus. Ich mache jetzt den Thunfisch. Gott, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. So, das ist alles der Thunfisch, ne? Hier sind nämlich Schleifchen dran. Dann, ich veredle den jetzt nicht, oder? Das ist wahrscheinlich... Na, so teuer ist es nicht. Einmal. Aber nur einmal. Bang! So. Sehr schön. Bei Edith. Unseren Thunfisch. Zum ersten Mal, glaube ich. So, dann nehmen wir den mal. Wie viel können wir machen? Machen wir mal 6. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, das sieht doch gut aus. Davon 5. Dann hiervon. Oh ja. Warte mal. Ah, mache ich jetzt auch nicht. Obwohl, wenn ich eh nur 5 davon... Komm doch, dann mache ich's. Ich biete ja eh nicht alle davon an. Ich mache mal 4 davon. Was haben wir hier noch? Welchen habe ich denn jetzt genommen? Den, ne? Den haben wir noch. Den mache ich auch, Faye. Dann können wir davon nämlich auch ein paar anbieten. Ich mache mal 4. Ich will nicht zu viel gleich am Anfang, weil die waren ja auch sehr teuer. Ja, und dann würde ich noch... Wisst ihr was? Ich biete noch eine Sache an, die nicht dazu gehört, oder? Hier war auch noch einiges. Da kommt. Ja, hier war noch 2. Komm, dann haben wir eine ganze Thunfischkarte. Komm mal sonst. Oh, Forschung geht auch schon wieder. Okay. Wolfsaal, ja. Machen wir mal. Oh. Sehr schön. Die anderen gehen leider nicht. Können wir uns nicht leisten. Personal. Haben wir denn was? Nö. Obwohl wir eine Anzeige gemacht haben, bin verwirrt. Aber wir könnten tatsächlich Training. Geht das? Was würde uns das bringen? Nur das, aber hier nichts scheinbar. Okay. Ich würde es jetzt nur machen, wenn es uns auch effektiv was bringt. Meister für Zutatenvorbereitung. Ja, das finde ich gut. Das machen wir. So, das hat effektiv auch was gebracht.
Ansonsten wären es hier wieder nur die. Das bringt uns jetzt nicht viel. Okay. Ein paar anheuern. Ah, hier sind Leute. Okay. Yuzuka und Yandi. Wie sieht's denn aus? Der ist super gut in Kochen. Service, Erwerb. Erwerb? Was heißt denn Erwerb? Charme hat der sehr hoch. Also ich finde hier das mit dem Charme eigentlich ganz nett. Kochen. Hätten wir noch einen Koch, ne? Brauche ich denn überhaupt noch einen Koch? Bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Mach mal. Unterschreiben. Wir gucken mal. So. In der Küche, ja, tatsächlich. Kann ich den direkt trainieren? Okay, machen wir mal. Auch wenn es jetzt nicht viel, also nicht so viel bringt. Kann ich nochmal? Dann könnt ihr schon Zutaten vorbereiten. Ja, komm, machen wir auch noch. Wir wollen hier nur High-Class, ein High-Class-Team. So. Jetzt sind die gar nicht mal so schlecht, die Leute hier. Interieur können wir uns nicht mal leisten. Okay, dann auf. So, Thunfisch-Event. Open. So, Leute. Hayaku. Tränke könnt ihr machen, da habe ich keinen Bock drauf. So, da sind jetzt auch überall Sternchen. Wegen dem Thunfisch-Event. Müssen wir jetzt darauf achten, dass wir vielleicht die Speisekarte rechtzeitig erhöhen, wenn es gefordert ist. Okay, ich gieß mal ein. Perfekt. Sehr schön. Oh je, da hinten läuft schon ab. Oh je, Hayaku, Hayaku. Nein, oh mein Gott. Da. So, kann man hier jemand noch den anderen, bitte? Das hier ist noch offen, aber wir sitzen hier schon mit Menü. Oh, hier ist nicht mehr viel. Ich guck mal kurz. Hier können wir noch zwei hinzufügen, machen wir mal. So. Oh je, ich sehe schon hier hinten. Guck mal. Er wird mit. Okay. Weh. So. Aus da. So, ich brauche Gerichte. Gerichte. Oh je, da läuft es auch schon ab. Oh je, oh je. Los, 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 los. Sehr gut. Ich mach mal das Bier. Okay, wir haben es gleich geschafft, Leute. Der Abend ist gleich vorbei. Gut. Na gut. Oh nein, ich wollte gerade das Bier bringen. Oh. So, scheint vorbei zu sein. Okay. Der Abend ist vorbei. Wir haben allen Thunfisch, glaube ich, losgeworden. Sehr schön. Ja, wow. Ach du Scheiße. 4618. Wow. Thunfisch hat gut gebracht hier das Event. Nicht schlecht. Wow. Also jetzt haben wir genug Geld zum Ausbilden und so. Gut, dass wir es noch gemacht haben. Ich glaube, das war jetzt echt nötig. Also es ging jetzt echt, die Kunden hier. Ist langsam, zack, zack. Ui, Otto. Hey da, Dave. Heda? Heda, Dave? Hast du gut geschlafen? Nun, Chat schon, du klingst müde. Ah, ja, nun, ich war die ganze Nacht wach und habe an etwas gearbeitet. Woran denn? Ich zeig's dir, steig ins Boot und komm zur Fischschwamm rüber. Was, aber ich will doch Folgenende und so. Naja, gut. Oha, wow, was ist das denn? Ich habe ein paar Speisen im Restaurant probiert und in das Sushi wurde anderem Reis gemischt, oder? Ja, das ist der einzige Reis, den wir hier finden können. Bancho besitzt großartige Fertigkeiten, aber mit dieser Art der Körnung wirst du den Ansprüchen dieses pingeligen Filmregisseurs sicher nicht gerecht. Da du sowieso noch ein bisschen länger hier bist, dachte ich, du könntest mir beim Anbau von weißem Reis helfen. Wow, das ist sehr schön, danke. Die Sache ist, dass ich kein besonders guter Farmer bin. Was soll ich zuerst tun? Ich habe gesehen, wie beschäftigt du den ganzen Tag bist. Ich helfe dir ein bisschen beim Anbau des Reises. In der echten Welt dauert es etwa ein Jahr, um Reis anzubauen. Aber das hier ist ja kein Reisanbausimulator. Also, du wirst schon 2 bis 3 Tage Ergebnisse sehen können. Oh, es ist nur so, dass ich mir die Beine verletzt habe. Du musst das Unkraut herausrupfen. Das verhindert, dass Insekten die Ernte schädigen. Ja, klar. Wenn wir dafür guten Reis erhalten, ist es kein Problem, Unkraut zu entfernen. Die Vorstellung, dass es direkt hinter dem Restaurant ein Reisfeld gibt, das ist ja wirklich schön. Danke. Ah ja, schön, dass dir gefällt. Oh, was den Zustand des Reisfelds angeht, die Technologie hat echte Fortschritte gemacht. Du kannst eine mobile App nutzen, um ihn zu überprüfen. Die App heißt FarmNow. Ich werde dich jeden Morgen per App auf den neuesten Stand bringen.
Ah, da fällt mir ein, ich erinnere mich daran, als ich noch ein Farmfrischling war. Hm. An einem sehr heißen Tag begab ich mich in ein Bauerndorf in Thailand. Ich ruhte mich im Schatten aus, als ein weißjähriger Dorfvorsteher zu mir kam, mir direkt in die Augen sah und sagte... es reicht. Na gut, jetzt beruhig dich mal. Wie der Zufall ist, so weh, sehe ich da drüben ein paar Unkräuter. Geh hin und ruf sie aus. Ich hätte die Geschichte wirklich gern gehört. Naja. So, Unkraut, ja? Dann weg damit. Gut, du entfernst das Unkraut und ich kümmere mich ums Gießen. Sogar den anspruchsvollen Regisseur wäre mit so einem hochwertigen Reis zufrieden. Sogar der. Okay, Otto wird auf der Farm Reis für dich anbauen. Oh, Unkraut entfernen, Bodengesundheit. Okay. Okay, das war's schon. Hier ist nichts. Ja, krass, ne? Jetzt machen wir nicht nur Fische fangen und Fische züchten. Jetzt machen wir auch noch Reis anbauen. Wow. Ganz schön vielfältig das Spiel, ne? Immer etwas zu tun. Wir müssen auch mal auf der Fischfarm eigentlich gucken. Jetzt gucke ich mal kurz hier bei Cookstar. Hey Bong, die Yachtparty hat Spaß gemacht. Thunfisch-Sashimi ist auf ewig das Beste. So gut, um es zu essen, ist einfach wunderschön. Heute war ein guter Tag, ich bin aufs Ganze gegangen. Ja, wenn du Sushi willst, ist Thunfisch-Sushi genau das Richtige für dich. Okay, Rangaufstieg haben wir nicht, ne? Nee, noch nicht. Was denn das hier? Wir bieten was. Ja, der macht einfach die besten Fotos. Ne? Also das hier finde ich am allerbesten von der Katze. Ja gut, EcoWatch hat schon wieder was. Moment. Hier. Liefern. Sehr schön, Forschungspunkte bekommen. Fehlt aber noch was. Hier können wir auch schon liefern. Machen wir auch. Und hier auch noch das zweite. So. Ist ja interessant, dass wir schon so liefern. Aber nicht bei allem, okay? Na gut. Leute, dann würde ich sagen, wir sind am folgenden Ende jetzt aber wirklich. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.